Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3. Ja, wir sind hier im Lamborghini Centenario unterwegs und ihr habt es wahrscheinlich schon in der Überschrift gesehen und sehen, und zwar fahren wir heute die große Meisterschaft. Was das alles inkludiert, dazu ein bisschen später. Der Wagen wurde sich von einem Abonnenten gewünscht, eigentlich in der Standardfarbe, aber irgendwie ist der bei mir Carbon. Ich weiß auch nicht warum, aber es passt auch zum Wagen. Darum würde ich sagen, lassen wir das auch. Ich kann auch hier mal kurz den Abonnenten nennen, und zwar war das der CrossKid 1257, danke an dieser Stelle für diesen Wunsch, und der passt optimal für die nächste Meisterschaft. Und ja, die Meisterschaft wird nämlich ein bisschen länger dauern, und wir nehmen jetzt auch mal kurz die Abkürzung hier und schauen wir mal, was der so ein bisschen Offroad technisch kann. So, Big Air. Wow. Okay, der ist wirklich Big Air, der Jump. Bisschen quer hier runter. Ich habe auch die letzten Schwimmer übrigens seit der letzten Folge gesucht, und ich bin jetzt auch mal schnell offscreen die ganzen Autos abgefahren, weil ja, zeittechnisch, ja, es hätte sich für eine ganze Folge, wäre es nicht ausgegangen. Das waren noch 5 Minuten oder so, was ich gebraucht habe für die restlichen Folgen, und die paar Schilder waren auch in 2-3 Minuten erledigt, was mich wundert, weil ich springe hier raus auf die Felsen. Also ich musste einmal hier auf den hier und auf welchen noch, auf irgendeinen musste ich noch. Genau, auf den hier, der hier kommt, da musste ich drauf springen, und nicht, das ging eigentlich beides relativ flott. Von dem her hat mich das ein bisschen gewundert. Also hat jetzt sich eine ganze Folge für das Ganze nicht mal ausgezahlt. Oh, da sind wir jetzt auch schon zu weit, und wer das Spiel schon zu genügend gespielt hat, der weiß natürlich auch, was für ein Rennen das Ganze ist, und zwar das Goliath, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist ja auch im Großen und Ganzen kurz egal. Genau, das fahren wir, und zwar diesmal als Meisterschaft. Und einfach so eine Meisterschaft, das wäre natürlich, ja, ein bisschen langweilig. Und ja, ich mache einfach mal hier eine individuelle. Schwebt dir was Bestimmtes vor? Ah, okay. Hier kannst du dein eigenes Autothema erstellen. Wähle einfach ein oder mehrere Autos aus, die du zulassen möchtest. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Ich will ein Everything Goes haben. Wo ist denn das hier? Ja, Anything Goes, genau das nehmen wir, damit das mal auch ein bisschen die Fahrzeuge durchwechseln können. Dann machen wir hier Streckenauswahl, einmal hier das Goliath drin, wir wählen einfach mal jetzt mal die ganzen hier ab. Genau, Rennen entfernen, Rennen entfernen, Rennen entfernen, Rennen entfernen, und da kann ich, glaube ich, auch irgendwo... Nee, ich kann nur wählen. Okay. Schau mal an. Und zwar fahren wir die Meisterschaft mit den 10 Rennen oder so, die wir hier haben, die wir fahren müssen. Und wo wir auch eine gewisse Kilometeranzahl hinkriegen müssen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die hier gleich. Tageszeit aktuell fliegend. Dann kommen wir hier irgendwo raus. Die Strecke wird wieder zurückführen. Darum nehmen wir die jetzt hier an dieser Stelle nicht. Aber die können wir als nächste Strecke nehmen. Nehmen wir die hier noch mit rein. Geht es irgendwo hier rüber. So ein bisschen schauen, dass wir die Sprintrennen mit reinnehmen. Zwischendurch können wir wieder mal hier so einen Rundkurs mit reinnehmen. Über 4 Runden. Tageszeit fliegend. Das passt schon so. Dann wollen wir den nächsten Sprint. Können hier einmal Offroad Sprint hier mit reinnehmen. Klar, meine Lieblingsstrecke. Die muss auch schon im großen Rennen stattfinden. Die muss natürlich vor Ort sein. Dann haben wir hier oben wieder eins. Das passt natürlich gut. Das nehmen wir. Da bestätigen wir auch. Dann nehmen wir als nächstes auch noch die Strecke. Aber da geht es nochmal in die Stadt rein. Beziehungsweise hier wieder raus. Aber das ist ja egal. Nehmen wir das noch mit. Nehmen wir hier nochmal. Ne, warte mal. Wir nehmen unseren Performance Showdown Track über 5 Runden mit. Es muss natürlich hier stattfinden. Da wird es wieder zurückgehen in die Stadt. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch einmal den hier runter. Und hier haben wir Rundenanzahl 1. Wetterzeit individuell, Morgengrauen, Wolkig. Ne, das machen wir nicht. Wir machen hier natürlich heiter.
Wir starten im Morgengrauen bei Heiter einmal um die Map. Und dann gehen wir einfach mal auf Weiter. Und dann schauen wir mal, wie viel haben wir. 124 Kilometer. Wir schauen jetzt mal kurz, weil wir müssen nämlich bei dieser Meisterschaft auch eine gewisse Kilometeranzahl zusammenkriegen. Darum fahre ich die auch. Und zwar gibt es dann nämlich so eine schöne... Oh, wo ist denn das hier? Ziemlich so einen schönen Erfolg, den wir mit dem Rennen hier jetzt fahren werden. Wo ist denn der? Wahrscheinlich bin ich jetzt eh vorbei, dachte ich mir schon. Erstellen Sie eine Meisterschaft mit Ausschließung. Nee, das ist das Falsche. Kolonnenfahrten. Ja, sag mal, wo ist denn der? Bin noch keine Meisterschaft mit 10. Gab's doch einen Erfolg, Leute. Wo ist denn der? Aha, Leute, schaut mal her, am 27.01. kann man den E-Motors Liking Hypersport gewinnen. Gut, dass wir das wissen. Und am 20. Okay, da gibt es wieder Hupen. Das interessiert uns eher weniger. Aber ich suche gerade die eine Herausforderung. Ah, da ist es. Stellen Sie eine Meisterschaft mit mindestens 160 Kilometer in 10 Rennen und schließen Sie diese ab. Genau das müssen wir machen und von den Kilometeranzahlen her sind wir noch zu wenig mit 124, heißt wir müssen ein paar Strecken ändern. Oder wir gehen einfach hier und setzen das, nee, das setzen wir nicht auf 2 hoch. Irgendein Rundstreckenrennen in der Stadt und dafür das hier weg. Rennen entfernen. Das hier nochmal über 7 Runden. Wie sieht es jetzt kilometertechnisch aus? 138 sieht schon besser aus. Aber damit das Ganze nicht zu langweilig wird, den Sprint würde ich drin lassen gerne. Ich würde aber nochmal... Bei den gelben haben wir jetzt 3 Rennen. Machen wir in der Stadt einfach lauter Rundstreckenrennen. Ist ja auch nichts Schlimmes, oder? Hier, die ist nochmal schön lang. Die nochmal über 8 Runden. Oh, 155, das gibt's doch gar nicht. Ah, schau, dann ändern wir hier einfach nochmal. Das wählen wir aus. Dann gehen wir hier einfach nochmal auf 7 Runden hoch. Dann müssten wir das soweit schaffen. Und wir haben 163,8 Kilometer. Wir ändern den Namen ab in die große Meisterschaft. War da irgendwo das scharfe S? Nö. Machen wir einfach so. Wie viele Rennen immer pro Folge kommen, kann ich euch jetzt aktuell noch nicht sagen. Also, falls ihr das jetzt wissen wollt, das kann ich euch nicht mitgeben, aber... Ja, wir werden auf jeden Fall einiges fahren. Und dadurch, dass wir Anything Goes haben, können wir natürlich auch die Autos durchwechseln. Das heißt, wir fahren jetzt nicht das Ganze hier mit dem Centenario. Das ist mein besten Willen. Nein, fahren wir nicht. Aber wir fangen halt mit dem Wagen hier mal an. Neue Horizon-Meisterschaft, falls es dich interessiert. Ich dachte, du brauchst vielleicht eine Herausforderung. Ja, danke dir. Wir wählen natürlich den Gendenario aus, der ist auf X aufgebaut und den kennt ihr natürlich auch schon aus den Streams und so, also der ist für euch sehr, sehr bekannt, was das angeht.
Wir versuchen trotzdem heute hier mal einen neuen Zeitenrekord aufzulegen. Ich hoffe, wir schaffen es. Wird sich alles im Laufe der Zeit herausstellen. Aber die eine Runde biegen wir jetzt schnell rum. Und ja, dann machen wir in der nächsten Folge einfach weiter. Ich weiß, da war jetzt viel mit Einstellen und Pipapo mit dabei. Aber ich wollte einfach euch dabei mitnehmen. Wollte euch einfach das Ganze nahe bringen, mehr oder weniger. Und ja. Dadurch, dass wir Anything Goes haben, sind natürlich hier Autos dabei, die man normalerweise bei so einem Autorennen nicht vermutet, wie zum Beispiel eben den Polestar, den V60. Und wird auch dementsprechend keine Chancen haben, also mehr im Morgengrauen, das heißt, es dürfte jetzt dann schon langsam hell werden. Da war ein Jaguar, aber den lassen wir jetzt mal Jaguar sein. Und jetzt peitschen wir hier in Richtung, ja, Richtung Ziel wollte ich schon sagen, aber bis Ziel, da dauert es halt noch ganze knappe 9 Minuten, bis dass wir dort sind. Aber ich glaube, die Meisterschaft, klar, das Rennen bringt jetzt nur 25 Punkte für die Meisterschaft, aber ich kann schon mal sagen, mein Ziel für die Meisterschaft ist so in etwa 200 Punkte zu erreichen. Ich glaube, da sind wir ganz vorne mit dabei, wenn wir das schaffen. 250 heißt, alle 10 Rennen gewinnen wird schwierig. Also wir würden immer OP-Kisten nehmen, aber das machen wir natürlich nicht. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Rallye-Etappe werden wir auf jeden Fall mit dem Rallycross-Auto fahren. Die will ich mir nämlich mal mit Ken Block seinem Wagen geben. Mit Walter sind wir eh schon ein paar Mal drüber geraschelt. Mit anderen Rallye-Kisten auch. Oder den Delta S4. Der wäre natürlich auch geil, aber da müssen wir mal philosophieren, was wir da nehmen. Aber da haben wir ja noch genügend Zeit bis dorthin. Ihr könnt es halt leider nicht mitbestimmen, weil ich, wie gesagt, immer so ein bisschen am Vorproduzieren bin. Das war jetzt irrsinnig knapp. Aber schauen wir mal, was für eine Rundenzeit bei ausgeht hier beim Rennen. Ich glaube, dass die gar nicht mal so schlecht ist. Und haben uns die Punkte zerdeppert, weil wir an der Leitschiene gekommen sind. Natürlich auch was Bitteres. Aber scheiß drauf, wir fahren ja nicht um die Punkte, sondern um die Meisterschaftspunkte und vor allem um das Geld, um die Erfahrungspunkte. Das ist uns weitaus wichtiger. Und deshalb hier jetzt einmal um die Map. Dann lassen wir hier nicht das Zurückspulen benutzen müssen, das ist zumindest soweit mal mein Ziel. Es könnte zwar ein bisschen schwierig werden teilweise, weil ohne die Ideallinie weiß ich halt wirklich nicht, wenn ich da mit 300 ranblase, ob ich jetzt da wirklich schon rum muss oder nicht, aber das werden wir spätestens dann sehen, wenn es soweit ist. Aber wenn du so runterbretterst, das ist doch krank irgendwo, oder? 370 km/h über den Bahnübergang, scheiß drauf, geht ganz easy hier. Für knappe 419 kriege ich auch drauf, oder sogar 420, weiß ich nicht, schauen wir mal. Ich bin den Wagen schon lange nicht mehr gefahren. So, ein bisschen zu eng rum, da haben wir Geschwindigkeit verloren. Aber im Großen und Ganzen sieht es schon recht gut aus hier. 16, 17, 18, 19, 20, komm, ich will 23. Ah komm, jetzt war ein Hüpfer da. Das ist jetzt aber bitter. 4,22, 4,23 wollte ich. Ja, okay, man kann halt nicht alles haben. Die nächsten Punkte zerhauen, aber ja, wie gesagt, wir fahren ja nicht um die. Ich möchte gar nicht wissen, wie groß der Zeitabstand zwischen mir und dem nächsten ist. Ich glaube, das ist schon mehr oder weniger utopisch.
Aber das Ding geht einfach um die Kurve, der ist einfach OP. Quer geht auch ein bisschen, aber nicht viel. Und der Wagen ist soweit schon gut eingestellt. Ist aber diesmal kein Setup, was ich mir selbst erstellt habe, sondern das habe ich heruntergeladen. Ich hatte zwar auch schon mal selbst eins, aber da bin ich irgendwie nicht so gut zurechtgekommen damit. Hätte fürs Goliath-Rennen vielleicht ein bisschen mehr Einstellungen benötigt, das Setup. Selbst war aber nicht in der Lage, diese zu tätigen, damit es das Auto auch so fährt wie hier das. Also ich die Kurve hier mitnehme, fast richtig, hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Ich habe mir gedacht, ich werde hier rausreiten. Aber so ist gut, so gefällt mir das. Und da peitschen wir jetzt nochmal das Ding ordentlich hier entlang. Weil dann sind wir schon in der Stadt und dann sind wir dem Ziel auch nicht mehr allzu weit entfernt. Dann haben wir schon circa 3/4 der Runde hinter uns. Wenn man so schaut, zeitentechnisch, sind wir jetzt bei 5,50 ungefähr. Das ist schon keine schlechte Zeit. Mittlerweile jetzt wäre ich, glaube ich, so weit, dass ich nicht mehr weiterfahren könnte. Aber ja, wir sind zum Glück in einem Videospiel, heißt, wir können die Runde noch zu Ende drehen. Und vor allem der Wagen hat nicht mal einen Kratzer abgekriegt. Das ist irgendwie wieder auch ein schönes Gefühl, hier mal wieder in der Cockpit-Perspektive unterwegs zu sein. Das Ding, Panoramadach oder so? Nö, eigentlich nicht. Aua. So 7 Gänge hat er nur, es geht leider nicht mehr weiter. Da hoch wäre natürlich geil. Jetzt nochmal einen Gang reinkloppen und nochmal 40-50 km/h drauflegen. Fühlt sich aber nicht. Aber hier müssen wir anbremsen. Zumindest zu all. Okay, nee. Ich wollte gerade sagen, das müsste sich glaube ich noch ausgehen, aber ja. War leider zu viel des Guten. Da hat es gescheppert, da hat es geknallt. Und ja, Leute, ihr wisst ja, was mein Ziel ist. Ich will ja die 100% knacken hier im Spiel. Dürfte normalerweise nicht mehr allzu schwer sein. Wir sind schon bei 82%, heißt, da fehlen nur noch 18. Und ich glaube nicht, dass die ganzen Erfolge dazu beitragen, dass man 100% beim Spielstatus erreicht. Ich hoffe es zumindest mal nicht. Blizzard Mountain sind wir schon besser unterwegs, da haben wir schon 71%, aber haben wir natürlich auch noch alles. Also das Blizzard Mountain wird natürlich auch weitergehen. Und natürlich nicht hier mit dem Let's Play in der Reihenfolge, sondern es gibt natürlich wieder ein eigenes, ja, die eigene Zahlenfolge, die wird dann einfach weitergeführt. Ich glaube, wir stehen aktuell bei 9 im Blizzard Mountain. Ist halt das nächste 10 oder so. Mal schauen, vielleicht in der nächsten Aufnahmesession, dass ich Blizzard Mountain aufnehme und dass wir es einfach hier ein bisschen bunt zwischen reinstreuen. Kann natürlich auch sein. Ich habe auch Formel 1 aufgenommen. Es wird auch mal hier inzwischen reinkommen. Einfach um ein bisschen Abwechslung hier auf dem Kanal zu kriegen. Generieren, wie man sehen will. Aber das ist schon krass, wie das Ding hier um die Kurven geht. Wir den Highway easy. Eigentlich sogar noch innen gegen die Wand mit 380 Sachen. Hier ein bisschen Lupfer runter auf 350, dann geht das auch easy. Das ist einfach krank, was der Wagen hier an Performance bietet. So, und dann haben wir das erste Rennen der Meisterschaft allwegs abgeschlossen. Bitte nicht überschlagen jetzt vom Ziel, jawohl. Das haben wir geschafft, dass dies nicht passiert. Wir nehmen sogar nochmal ein bisschen Pünktler mit. 10.000, also irgendwo um die 30.000 nehmen wir noch ein zweites Mal mit. Ist natürlich gut für die EP, die wir dann auch im Rennen, für das Rennen kriegen. Aber ich glaube mal, Roadster und die alle kommen mal nicht ins Ziel.
Ja, oder doch? 9:16 ist zwar jetzt auch keine Fabelzeit. Und dass die eigentlich mit so wenig Rückstand ins Ziel kommen, wundert mich. Also der hat jetzt 20 Sekunden Rückstand. Mal schauen, ändert sich dann. Kommt der Volvo noch? Da bin ich gespannt. Also er ist schneller wie ein Ford GT. Also die sind alle knapp hintereinander. Aber dennoch, nur 30 Sekunden Rückstand. Dann setzen wir mal fort. Und da haben wir schon mal die professorische, ja, Liste, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für diese Folge. Das nächste Mal hier im Horizon Let's Play geht's weiter mit der nächsten, ja, mit dem nächsten Rennen. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sag tschüss und ciao, euer Gookmaster.